Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück in der Legends-Serie. Der Showdown der 13. Woche steht mittlerweile schon an. Eine 3-Sterne-Herausforderung. Wir sollen das Spiel gewinnen. Wir bekommen einen Bonus, wenn wir für mindestens 150 Yard passen. So, neu dabei sind ja die neuen Legends. Schauen wir mal, wen wir da gleich entdecken können. Es geht wieder gegen die Barons, verstärkt mit den neuen Legend-Spielern. Und wir sehen den Kickoff hier im AT&T Stadium. Los geht's. An der 7-Yard-Linie Rod Woodson mit dem Return. Der ist gestoppt an der 25-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Und wir schauen mal, wer hier den Quarterback spielt. Das ist der Große. Vielleicht der absolute Goat. Joe Montana von den San Francisco 49ers. Da bekommt man schon eine kleine Gänsehaut. Also, fabelhaft. So, erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Wir haben es auch hier also nicht unbedingt wieder mit einem Scrambling Quarterback zu tun. Erster Versuch und 10. Und ein Pick. Das gibt's nicht. Da wird Joe Montana im allerersten Spielzug intercepted. Von Mills. Sehr schön. Turnover Ballbesitz deines Cowboys. An der 39 der Barons. So, 150 Yards sollen wir passen. Fangen wir damit an. Jarwin attackiert die Mitte, wir achten auf Lamb. Sanders kommt aus dem Backfield. Ball geht zum Tight End. Sicherer Catch, wir sind an der 27-Yard-Linie. Schauen wir, was wir hier noch so haben. Nehmen wir den... Ein Run-Slam und gehen dann per Audible in die 4 Verticals. Achten auf Finley, der Tight End, über die Mitte. Und unser Running Back, boop, Barry Sanders, mal eben an die 18-Yard-Linie. Wir sind in der Red Zone der Barons. Zweiter Versuch und 1. Tight End Angle. Finley und Jarwin, die beiden Tight Ends, attackieren die Mitte. Wir achten mal links außen auf Johnson, ob der ein 1 oder der ist gedoppelt. Hat man schnell gesehen, der Ball geht zum Tight End. So, da haben wir einen ersten und 10 an der 15-Yard-Linie. Bleiben beim Passspiel. Johnson und Cooper von links auf einer Slant. Lamb von der rechten Seite. Und da ist viel Druck. Der Ball zu Johnson und den kann er nicht festhalten. Da hat man auch genau gesehen, wie beweglich Cunningham ist. Wir hätten hier locker auch laufen können. Ich bin nur nicht gelaufen, weil wir die Passing Yards ja brauchen. Johnson und Jarwin und Lamb attackieren von der rechten Seite. Der Blick geht zu Lamb und der Ball ist intercepted. Lynch mit dem Pick. Erster und 10 an der 2-Yard-Linie für Montana. Und die Barons. Und logisch... Da werden wir jetzt blitzen. Erster und 10. Ganz wichtiger Versuch. Oh, da kommt Bettis mit gerade eben noch raus aus der Endzone. So, das ist ein 2. und 11. Der Ball an der 1-Yard-Linie. Wir verteidigen gegen den Run durch die Mitte. Watt kommt nicht nach vorne. 3. und 11. Wieder der Blitz. Wieder verteidigen wir wieder gegen den Run durch die Mitte. Ach du heilige Mutter. Jerome Bettis. Oh Gott sei Dank kann der noch getackelt werden. Guten Morgen, liebe Cowboys. First down an der 27-Yard-Linie. 26-Yard-Run vom Bus. Der hat wehgetan. So, erster und 10. Jetzt Montana. Auch schon wieder hinter einer I-Formation. Das sieht nach dem nächsten Run aus. Aber nach so einem Play, ganz ehrlich, würde ich auch erstmal laufen. Sherman
3 Yards Raumgewinn, zweiter Versuch und 7. Wir bleiben beim Blitz. Mit Blitz, Linebacker in der D-Line. Man in Motion, der Tight End wechselt die Seite. Aber Montana gesackt von DeMarcus Lawrence. Dritter Versuch und 15. Das Quarter ist vorbei. Wir haben einen dritten und lang. Da gehen wir in eine Man-to-Man-Defense. Der Ball an der 22-Yard-Linie. Vollständiger Pass. Oh nein. Incomplete. Montana ist 0 von 2 mit einem Pick. Also bis dato haben wir den vierfachen Super Bowl-Sieger hier komplett unter Kontrolle. Die Barons müssen punten von der eigenen 22-Yard-Linie. Sanders nimmt den Ball auf, retourniert. Und kommt weit nach vorne an die 40-Yard-Linie der Barons. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. Ein Double Slant. Cooper und Johnson links, Lamb von der rechten Seite. Wir müssen hier schauen, dass wir noch Yards machen. Ball zu Amai Cooper, ein Riesencatch. Guter Wurf von Cunningham. Erster und 10 an der 17. Der Ball ist wieder in der Red Zone der Legends. Finley und Jarwin attackieren die Mitte. Wieder geht der Blick raus zu Johnson, aber der ist wieder gedoppelt. Ball also zum Tight End. Wir sind an der 9. 55 Passing Yards bis dato. Nehmen den Stick. Achten auf Cooper, der kommt von links auf einer Slant. Jarwin, die Absicherung fürs First Down. Aber Cooper durch die Mitte. Und der Ball ist an der 1-Yard-Linie. Es ist ein First and Goal. So, Johnson von links auf einer Slant. Und wunderbar. Muttersehen allein kann sich gut vor dem Corner lösen. Touchdown für die Cowboys. Verdiente Führung. Muss man absolut sagen, die Cowboys konsequenter in der Offense. Und die Barons können froh sein, dass es hier nur 7-0 steht. Wir sehen den Kickoff. Der Ball unterwegs. An der 6-Yard-Linie kommt er runter. Der Return ist gestoppt an der 25-Yard-Linie. Es ist ein erster Versuch und 10. Montana kommt wieder auf das Feld. Wir sollten uns halt nur nicht in Sicherheit wiegen. Joe Cool kann absolut explodieren, gerade dann in der Crunch-Time, wenn es drauf ankommt. Jetzt, oh, aber die Receiver lassen auch die Bälle fallen. Ein Tony Gonzalez, der ja beileibe kein Schlechter ist. Der Tight End der Chiefs lässt hier den Ball fallen. Viel Druck auf Montana, wirft den Ball weg. Wir warten immer noch auf die erste Completion von Joe Cool. Das ist schon krass, aber da announce ich ihn als einen, als den Goat. Und dann so etwas. Empty Backfield. Vollständiger Pass, ja, auf wen auch sonst, auf Jerry Rice. Aber kein First Down. Wir sind beim Two-Minute-Warning. Die Legends werden wohl die Punt-Unit wieder auf das Feld schicken müssen. Von der eigenen 32-Yard-Linie aus. Barry ist der Panther. Zum anderen Barry, zu Barry Sanders an der 21. Bricht ein Tackle, kommt an die 38-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. So, wir schauen mal, was wir hier haben. Nehmen wir einen Trail. Johnson, Jarwin und Lamb attackieren von der rechten Seite. Das war der Spielzug, der zum Pick führte. Weil diesmal bitte ein bisschen konzentrierter. Gut, wenn keiner mich angreift, dann laufen wir halt mit Cunningham selbst. 18 Yard Raumgewinn, First Down an der 44-Yard-Linie. Das ist eine Wahnsinnsoption, mit diesem Running Back laufen zu können. So, ein Screen auf Sanders.
Boah, mit einem Move zwei Mann stehen lassen. First Down in der 32, 76 Passing Yards haben wir schon mal auf dem Konto. Ein Double Slant. Oh, diesmal ist Platz auf der rechten Seite. Da haben wir drauf spekuliert, da haben wir drauf gehofft. Johnson, das ist der Touchdown. Oh, da hätte ich eigentlich gedacht, dass wir da nochmal ein Review sehen. Aber das war's. 14:0 führen die Cowboys. Wir haben hier mächtig Yards gut gemacht. Und sind auf dem Weg, hier einen Sieg inklusive des Bonussterns einzufahren. Das sieht doch alles sehr cool aus. So, wir sehen den Kickoff. Ball an der 7-Yard-Linie, der Return. An der 26 gestoppt. Rod Woodson, wieder der Returner von den Steelers. Wir haben einen ersten Versuch und 10. So, und lassen Montana jetzt mal für den Rest des zweiten Quarters ein bisschen in Ruhe. Gehen in eine Man-to-Man-Defense. Soviel zum Thema. Wir lassen Montana in Ruhe. Sack der Cowboys. Timeout genommen. Wir haben einen zweiten Versuch und 23. Der Ball ist an der 13-Yard-Linie. Und ein vollständiger Pass von Montana. Man muss es ja schon betonen. Zweites Timeout genommen, aber es ist ein dritter und lang. Ein dritter Versuch und 14. Cowboys mit einem Zonenblitz, aber das sieht nach einem Run aus. Da schicken sie den Fullback nochmal auf die Reise. Aber wir nehmen da gern das Timeout, denn da ist noch einiges an Zeit auf der Uhr, wo wir noch ein bisschen Schaden anrichten können. Wieder der Panther. Sanders an der 24-Yard-Linie. Bricht ein Tackle, aber dann haben sie ihn leider schon an der 39-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. Play-Action-Spielzug. Wir achten auf Lamb. Johnson versucht sich so ein bisschen davon zu stehlen. Aber der Ball auf Lamb. First Down an der 42-Yard-Linie. No-Huddle-Offense jetzt der Cowboys. Nehmen wir den Seam. Achten auf Johnson im Slot, der gut gecovert ist. Aber unser Running Back an der 36-Yard-Linie nehmen die Cowboys ein Timeout. Das hat irgendwie sehr lang gedauert hier gerade. Zweiter Versuch und 3. Wir attackieren die Endzone mit dem Slot Drive. Heißt mit Lamb und mit Johnson. Oh, da geht nicht viel. Sanders ins Aus an der 25. Holt nochmal Yards raus. Field Goal Unit ist auf dem Feld. Sörlein mit dem Kick. Huh, Schweinkraft, aber der war gut. 17:0, er ist gegen den mittleren Goalpost und dann durchgerutscht. Also, bis dato, Cowboys, bis auf den Pick, muss man sagen, absolut fehlerfrei. Die Barons, gerade in der Offense, eine echte Enttäuschung. Kick geht an die 1-Yard-Linie. Barry Sanders ist das mit dem Return. Gestoppt an der 25. Wir haben einen ersten Versuch um 10. Wir brauchen noch, ich glaube, 6 Passing Yards. Lassen wir uns die noch eben schnell holen. Johnson und Cooper von links. Auf einer Slant. Wir attackieren die Mitte. Johnson dürfte ein neues First Down haben. Und wir haben die 150 Yards voll. Sehr gut. Dann würde ich sagen, jetzt werden wir mal ein bisschen laufen. Über Sanders. Boah, der verlädt hier gerade den großen Steve Atwater. Erster und 37-Yard-Linie. So, der nächste Run.
Sanders gestoppt an der 36. Wir haben einen zweiten Versuch und 9. Ein Stretch über die rechte Seite. Oh mein Gott. Barry Sanders. Unbelievable. Wir sind in der Red Zone an der 14-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Der geht hier durch, als ob es keine Verteidiger geben würde. Run durch die Mitte. Oh, da haben wir im 1 gegen 1 gestoppt. Gegen Bobby Bell, glaube ich, war das. 2. und 8. Bleiben beim Run. Halfback Dive durch die Mitte. Jetzt ist Sieg auf dem Feld. Und er hat ein neues First Down an der 3. First and Goal heißt es für die Cowboys. Ein Halfback Toss. Ah, da gehen wir lieber durch die Mitte. Die Außen sind da recht gut abgedeckt. Elliott dreht sich in die Endzone. Wir haben den nächsten Touchdown für die Cowboys. Und damit ist das Spiel, glaube ich. Also die Legends hätten hier wirklich mal keine Punkte kassieren dürfen. Maximal ein Field Goal. Aber sie kassieren den Touchdown. Jetzt steht es 24-0. Cowboys haben noch 3 Minuten von der Uhr genommen. Ja, wie gesagt, ich habe eben über die Crunch-Time-Fähigkeit eines John Montanas gesprochen. Aber wenn es keine Crunch-Time gibt, dann nutzt ihr auch eine Crunch-Time-Fähigkeit nicht mehr viel. Wir sehen den Kick-Off. Sirlein bringt den Ball an die 7-Yard-Linie. Der Return der Legends. Gestoppt an der 25-Yard-Linie. Das ist ein erster Versuch und 10. Rod Woodson mit dem Return. Und wir blitzen Montana weiterhin. Erster und 10. Oh, da bin ich mit dem Marcus Lawrence etwas vorschnell nach vorne gegangen. Heinz mit dem Run. Second and Inches. Mit Blitz, Empty Backfield bei Montana. Das heißt, die Legends werden werfen. Und das tun sie erfolgreich. First Down an der 39-Yard-Linie. Aber jetzt ist das dritte Quarter auch schon vorbei. Wir gehen rüber ins Schlussviertel. Ja, es steht 24-0. Ein Three-Score-Game. Die Legends bräuchten 3 Touchdowns und 3 erfolgreiche Two-Point-Conversions. Und die Cowboys dürften gar nicht punkten. Ziemlich viele Events. Schön verteidigt hier von Sanders. Das ist ein zweiter Versuch und 10. Ball immer noch an der eigenen 39-Yard-Linie für die Legends. Aber hier auch wieder ein vollständiger Pass. 3. Versuch und 5. Der Ball immer noch in der eigenen Hälfte an der 44 für die Barons. Schicken den Running Back als Receiver raus auf die linke Seite. Der Ball aber geht über die Mitte. Und das ist ein neues First Down an der 50 am Star. Erster und 10 für Montana und die Offense. Wir bleiben in der Man-to-Man-Defense. Ja, wir haben hier einen relativ sicheren Vorsprung. Mein Gott, der Kampf gegen den Bus. Aber ein sehr gutes Tackling. Wechsel mal in eine Cover 4. 2. und 10. Wir nähern uns dem Two-Minute-Warning. Vollständiger Pass. Bo Jackson ins Ausgedrängt an der 45-Yard-Linie. Das sind schon Namen hier. Da wundert man sich, dass aber im Zusammenspiel so wenig funktioniert. 3. und 5. Miss Tackle. Das ist ein neues First Down. Gonzalez. Nein, doch nicht. 4. und 1. So, aber wir sind beim Two-Minute-Warning. Es laufen die letzten 2 Minuten der Partie hier im AT&T Stadium. Und die Barons wollen diesen Versuch ausspielen. Wir schicken mit Sicherheit nicht unsere Goal-Line-Defense auf das Feld. Das ist immer ein Vorschlag, wo man nur den Kopf drüber schütteln mag. 4. und 1.
Montana unter Druck und fast intercepted dadurch. Turnover on downs. Offense der Cowboys kommt an der eigenen 41-Yard-Linie wieder auf das Feld. Beide Teams haben noch alle drei Auszeiten. Die Cowboys werden mit Sicherheit keine nehmen bei dem Spielstand. Und die Barons auch nicht mehr, die wissen. Das dürfte auch so mit die letzte Chance gewesen sein, hier noch irgendwie aufs Scoreboard zu kommen, um die Ehrenpunkte zu erzielen. Sanders mit einem Run. Oh, wunderbar. Das sind Moves. Richtig gut gegen Rod Woodson hat es dann nicht mehr funktioniert. Er kannte da keinen Spaß. Erster und 10 an der 29-Yard-Linie. Aber mit Barry Sanders macht das schon richtig Spaß. So, an der 27 sind wir. Das ist ein zweiter Versuch und 8. Noch einmal Sanders. Ball an der 24-Yard-Linie. Das ist ein dritter Versuch und 5. Zeke Elliott jetzt auf dem Feld. Und das ist ein neues First Down an der 12. So, die Uhr läuft runter. Das dürfte eigentlich schon das letzte Play sein, das wir hier im Spiel sehen. Noch einmal ist es Zeke Elliott. Und auch der macht noch einen Touchdown. 30 zu 0 schlagen wir damit die Legends. Das war schon eine Mordsnummer. Bonus-Goal müssten wir locker geholt haben. 4 Sterne, Maximum Stars. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.